Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Ja, ich habe mich erkundigt. Der Blaubarschfisch taucht im Frühling, Sommer, Herbst auf. Außer im Winter. Aber nur an regnerischen Tagen. Ah, toll. Hätte ich also lange angeln können. Ja, Geister sind unzufrieden. Stört mich nicht, weil ich habe noch was zu tun. Ich verkaufe jetzt hochwertigen Dünger und neue Nutzpflanzen. Bis bald. Ja, ich werde jetzt gleich noch mal richtig riesig loslegen. Wir müssen erstmal unsere Kühe und alle rauslassen, ne? Ah, die dürften noch alle sauer sein. Wir werden heute sowieso erstmal nichts geben. Ja, alle stinkig, die wollten nämlich gestreichelt werden und raus. Aber damit kann ich leben. Erstmal rein. Wir werden die heute mal nicht quälen. Aber wir werden neues Heu mit rauslegen. So. Ich hatte mir auch nochmal Grasbündel geholt. Da werde ich heute nochmal ordentlich lospflanzen. Das ist ja nicht so einfach hier. Weil die fressen immer gerne sehr, sehr viel. Weg mit diesem ganzen Zeug hier. Genau. Da haben wir erstmal ein bisschen davon los. So, und dann fangen wir jetzt mal hier an. Und zwar würde ich jetzt gerne erstmal ganzen Vogelscheuchen entfernen. Leider müssen wir jetzt erstmal mit diesen 8 Feldern ringsrum auskommen. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal die Hacke. Jetzt muss ich mir erstmal überlegen, wie wir das hier so schön anstellen können. 3. Fangen am besten. Ne, hier kann man sowieso nichts machen. Gut. Na, dass wir hier schon mal einen Plan haben. Zack. Nächstes. Kommt hier hin. Nächstes. Genau, und dann. Ah, ich kann... Ja, logisch. Ich kann jetzt so eigentlich mehr als eins machen. So, dann würde ich sagen, bauen wir hier die erste Vogelscheuche auf, ne? Zack. Hier kommt die zweite Vogelscheuche hin. Oder auch hier. Geht das, passt das hier hin? Ja, da hätten wir vielleicht einen besseren Platz als hier. So, da stürzt sie wenigstens nicht gar so. Hehehehe. Wenn wir aber jetzt hier... Wir müssen ja immer Platz lassen, dass wir hier noch ein bisschen durchkommen. Bei Bohnen wird es ein bisschen schwierig. Da würde ich sagen, wir brauchen sowieso erstmal... Wir müssen nochmal einen Schuppen. Tut mir leid, aber wir müssen nochmal einen Schuppen. So. Da ist er. Der Jude.
Doch richtig gute Samen. Hier haben wir auch noch ein bisschen Dünger und für Reis haben wir auch noch was. Frühlingssaat. Zufällige Saat. Ja, kriegen wir schon was hin, ja. So, das muss ja alles gedüngt werden. Darf man ja nicht vergessen. Aber das tun wir mal austauschen, genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, das Problem ist, wir kommen ja nämlich hier jetzt quasi nicht ran. Ne? Wir müssen ja überall rankommen. Ja. So, hier ist jetzt erstmal alles bedüngt. Da fangen wir jetzt erstmal an, hier... das zu machen. Außenrum Knoblauch. Die Mitte können wir eigentlich solche Bohnenteile mitsetzen. Das geht klar. An die kommen wir hier gut ran. So, jetzt müssten wir anfangen. Auf der gleichen Höhe, ne? Ich würde sagen, hier, ne? Einmal. Da und da. Hier jetzt wieder runter. Hier wieder rüber. Hehe, nein, eins verschätzt. Muss ja überrechnen. Hier kommt eins hin. Dann wieder zwei, wo nichts hinkommt. Na, dann wieder hier quasi. Können wir nämlich jetzt hier erstmal wieder düngen, ne? Ganz wichtig. Genau. Ich würde ja gerne hier auch noch was machen. So, und hier. Genau, 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 genau. Dann könnten wir ja quasi... außer hier unten. Da kommen Kartoffeln hin. Ne, da, wo wir gar nicht von außen rankommen, machen wir im Endeffekt so Zeug, wo wir dann rankommen. Aber bis hier hoch... da müssen wir auch wieder Platz lassen. Weil wir kommen ja sonst nicht hier dran. Hm, muss ich mal gucken, muss ich mal gucken. Machen wir hier so einen kleinen Durchgang. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen wir jetzt ab hier. Hier können wir jetzt erstmal anfangen, Bohnen zu pflanzen. Weil da kommen wir ja von hier ran, ne? Die können auch hier oben sein. Und hier kommt erstmal das mit ran. Genau. Da haben wir erstmal Blumenkohl weg. Ein paar Kartoffeln noch. So, und jetzt würde ich sagen, wir machen quasi... hier kommen wir gut ran. Hier kommen wir von beiden Seiten ran. Wenn wir jetzt hier... oh, musst du immer vorsichtig sein, ne? Wie das im Endeffekt machst. Muss so freistehender Bohnenansatz sein, quasi. Ich würde ihn ungefähr... ja, hier ungefähr machen, ne? Da hätten wir schon mal einen ersten. Brauchen auch mal wieder hier ein paar Vogelscheuchen. Kann das nicht weitergehen. Ohne Vogelscheuchen können wir nicht arbeiten.
Und ich wäre gerade, ich kann ja eigentlich diesen Boden hier wegmachen. Den können wir jetzt mal entfernen. Ja, weil da können wir uns hier riesig ausbreiten. Geht jetzt komplett weg. So, und jetzt wird das hier ganz groß aufgebaut. Ja, zack. Genau, das wird jetzt alles hier quasi ersetzt durch Bohnen. Durch Bohnen, Bohnen, Bohnen. So, also erstmal wieder Dünger produzieren. Dünger, Dünger, Dünger. Kann man ruhig immer mal so ein bisschen mehr machen, ne? Brauchen wir sowieso viel. So, schadet ja nicht. So, erstmal hier schön schön alles gemacht. So, und jetzt könnten wir. Wir müssten dann bloß schauen, wie wir hier in die Mitte immer wieder kommen, ne? Das ist der einzige Nachteil. Dann machen wir das hier einmal. Na? Hier hin. Hier einfach mal komplett, ne? So, hier müssen wir aber rankommen. Kommen wir, wenn wir... Ich weiß gar nicht, ob wir dann von hier aus rankommen würden. Sonst machen wir das jetzt hier außen rum. Das geht ja auch. Und dann quasi nochmal von hier. Genau, 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 genau. Hier setzen wir jetzt jedes Mal Kartoffeln dazwischen, ne? Wieder Kartoffeln dazwischen. Ach, Bohnen haben wir jetzt sowieso nicht mehr. Ja gut, da geht's ja. Geht's ja im Endeffekt. So, wir haben jetzt nochmal Kartoffeln und alles und Grüngurken. Ja, da müssen wir auch noch alles verballern. Ja. Da fangen wir mal an. Einmal, zweimal, dreimal. Ja. So, dass hier mal ein Feld fehlt, das ist nicht so wild. Fehlt halt mal eins. Genau, und zack. So. Na, da können wir hier auch ringsrum bauen. Hauptsache, das wird alles irgendwie bedient, ne? Zack. Das wird ja hier schon gemacht. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch das Teil hin. Auch wieder Dünger. Brauchen Dünger. Quatsch. Also eigentlich der beste Tipp, den man geben kann, wäre immer viel, viel Zeug eigentlich anbauen. Wie bei dem Bohnen jetzt der Fall, die du mehrfach abernten kannst, ne? So sparst du dir immer wieder neues Angebaue und es hält einfach. Es hält einfach gut. Und dann auch drauf achten.
Moment, ich muss mal kurz hier das hier mal entfernen. Kommst du mal mit hier rüber? Immer darauf achten, dass auch Vogelscheuchen in der Nähe sind. Oder halt solche Gießteile auch noch mit. Damit ich das nicht alles begießen muss. Kostet alles nur zusätzliche Energie und das wollen wir ja im Endeffekt vermeiden, ne? Einmal. Zack. Und zack, zack. Sehr schön. Ja, ich weiß, die Zeit geht langsam flöten. Wir müssen ja langsam ins Bett gehen hier. Aber ich will noch mein Zeug eigentlich verbrauchen. Was ist eigentlich mit den Reispflanzen? Kann man die mehrfach? Mit einer Sense. Wächst in 8 Tagen. Nee, also kannst du nicht mehrfach ernten. Aber hast dann halt Reis da. Ja gut, im Endeffekt wäre es jetzt für das nächste Mal und nicht mehr so viel, was wir machen müssten. Wir haben immer noch Zeug. Einmal. Zweimal. Ja, geht sofort los. Ich weiß. Bisschen Zeit haben wir noch. So, hier könnten wir jetzt quasi schon mal die Grünzeug anbauen. Das geht eigentlich noch mit am einfachsten, weil du musst ja im Endeffekt nicht so drauf achten, dass jetzt so viel Platz ist wie hier, ne? Das ist nicht so schlimm. Ah, wir müssen ins Bett. Dass die Zeit so schnell rumging. Bin ja erstaunt. Sehr gut. Also wir haben zwar nichts verkauft in dem Sinne, aber wir waren schon mal produktiv. Ich guck mal, inwieweit wir das Feld vielleicht noch ein bisschen weiter ausbauen können. Oder ich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr kaufe, weil je mehr wir anbauen und verkaufen können, umso schneller kriegen wir Gold zusammen für neue Sachen, pipapo. Und ich will dieses Jahr richtig loslegen mit dem Anbauen. Seid auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich sage schon mal bis dahin, euer Paddy und ciao.